So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt diesmal keinen Trainingkampf gemacht, also bevor ich diesen Part aufnehme, habe ich jetzt nicht gegen den angetreten. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt auf mich erwartet. Ich weiß nur, dass der Dragoran hat. Und ich muss mich auch auf meine Erinnerungen stützen. Was, wo ich damals gegen den angetreten habe. Ich habe jetzt einfach mal Elektro-Pflanzendeck gebaut. Der Spieleberater meinte, ich werde damit gut geholfen. Mal schauen. Auf jeden Fall werde ich nicht anfangen. Und jeden Fall würde jetzt mein Nidoran gleich down gehen, wenn ich jetzt nicht ein Nidorino ziehen würde. Und nicht durch Zahn werfen würde. Deshalb war ich schon mal von vorne. Weil großes Horn trifft nur, wenn ich Kopf werfe. Aber wieso fängt er jetzt an? Arschloch. Ey, du Missgeburt. Ich werf nur Zahl, das kann nicht sein. Oh Mann, ich hätte fast gewonnen. Hätte er bloß nicht ein Pokémon ausgewechselt oder beziehungsweise auf die Bank gelegt, dieses Gangama. Ich hab kein anderes Pokémon. Ich hab nur Zahl. Ey, könnt ihr mir mal sagen, warum? Ich hab's bekommen, da Tini auf die Bank gesetzt. Das ist schon ein Vorbote auf das Dragoran. Ah, Mann, ey, das regt mich jetzt auf. Ich hab ja nur Zahl. Und jetzt hab ich Kopf. Oh. Oder wie? Wieso immer 10 Schadenspunkte für mich? Ihr wollt mich jetzt vor Kackeiern. Ich brauch ein Pokémon, das ich auf die Bank setzen kann. Ich ziehe nur Energiekarten. Ey, das kann nicht wahr sein. Scheiße. Habe ich noch eine Pflanzenenergiekarte? Ja, habe ich. Ah, der nächste Kampf, der wird am schwersten sein, weil da kommt Ronald mit hat alle legendären Karten in sein Deck. Ach, was willst du jetzt, du Scheiß Glumanda? Drei Energiekarten, vier. Okay. Nein. Erst zu Bisaknoss und dann zu Bisaflor. Das Stratini noch, dann habe ich gewonnen. Also gegen den erstmal. Ach, das wird jetzt einfach. Aber ich werde trotzdem mein Bisaknoss und Bisaflor weiterentwickeln und damit einen Solarstrahl zu hauen. Nur für euch. Als Schornlage. Energieverteilung. Bist du am Zug, kannst du vor deinem Angriff beliebig oft eine auf einem deiner Pokémon abgelegte Pflanzenenergiekarte nehmen und auf ein anderes legen. Diese Fähigkeit kann nicht eingesetzt werden, falls Bisaflor schlafen, verwirrt oder gelähmt ist. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn einmal ein Pokémon eine Pflanzenenergiekarte hat, dann kann ich diese Pflanzenenergiekarte auf ein anderes Pokémon legen. Von mir. So, erstmal besiegen. Ja. So, die vier Großmeister wurden besiegt. Jetzt kommt das Finale gegen Ronald. Das wird schwer. Ja, da ist Ronald. Ja, ist klar. Hat
Tischhaschmann-Deck vorbereiten. Also, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder mit einem wahrscheinlich epischen Kampf gegen Ronald.